Willkommen zurück auf Deponia. Ich habe jetzt nachgeschaut, was zu tun ist und das nächste, was wohl geht. Was ich dachte, ich hätte es schon probiert, wäre mit Rita zu reden. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Ja, wie? Wann ist diese Option dazu gekommen? Ich verstehe das nicht. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Ich hatte schon mit der Dame geredet. Na gut. Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Okay, das hat gut funktioniert. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Hallo Rita, was gibt's? Ich glaube... Das höre ich. Ich sollte mich... Na super, okay. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der... Wo auch mir... Und? Ich bin mir noch... Lass dir Zeit. Du kannst jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte. Auf die. Aber ich kann nichts. Leider nein. Also, ich denn? Hä? Hm. Was war jetzt ihr Problem mit Rocco und warum? Ich muss wohl nochmal mit Rocco reden. Hey Rocco. Howdy Rufus. Aha. Aber wieso? Seit wann? Wieso? Ich verstehe es nicht. Was hat es dann ausgelöst, dass diese Gesprächsoptionen dazukommen? Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich einen Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Genau. Hört manchmal Wunder. Aber, oh je. Yeah. Wie, Ring und Frack, wo soll ich die denn jetzt herkriegen? Na toll. Also, mir ist immer noch nicht klar, wann diese Gesprächsoption dazu kam. Ich habe dieses Gefühl, dieses Spiel ist mal wieder nur so alles anklicken, bis man merkt, wo was Neues ist. Das macht mich nicht glücklich. Oder ich habe irgendwas verpasst, das mit dem Hinweis gegeben hat, aber naja. Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur. Hallo Rita, was gibt's noch? Verschwende, bestell was. Ich glaube, Rocco hat ein Auge auf dich geworfen. Ha. Das glaube ich erst, wenn er mir einen Antrag macht. Das letzte Auge, das auf mich geworfen wurde, kam aus einer Fulok-Suppe. Ein Fettauge? Nein, kein Fettauge. Okay, das heißt, ich brauche diesen Ring. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch... Okay. Wo soll ich das jetzt herkriegen? Und bestimmt nicht von dem. Nee. Vielleicht auf der Farm. Ja, erzähl du mir was über deinen Dad. Hast du einen Wrack? Ich glaube, ich weiß jetzt, womit ich deinen Opa beschäftigen kann. Ich verkupple ihn mit dieser Bedienung aus dem Diner. Was? Du kannst doch nicht einfach meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln. Doch, das kriege ich hin. Du kannst mir vertrauen. Sag das bitte nicht. Immer wenn du das sagst, passiert etwas Schlimmes. Du, Rufus, ich glaube, ich habe wirklich etwas dagegen, dass du meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln willst. Entspann dich. Mir fällt bestimmt noch eine Alternative ein. Aber bis es soweit ist, du weißt nicht zufällig, wo ich einen Ring und einen Frack herbekomme. Ein was? Ach, nichts. Das war wieder so. Man musste zweimal anklicken, um diese Information zu bekommen. Du, Rufus, Mir fällt aber... Okay, nein, eigentlich hat er... Na gut. Ach, nichts.
Na gut, eigentlich hat er nichts gesagt. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Ihr beide? Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufo. Ich erfahre hier... Es ist wahr. Ein die Dunk, den ich all da... Erzähl. Ja, ich hatte... Nichts Neues. Okay. Nichts Neues. Gibt's hier irgendwas Neues? Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weit. Es geht ja nur. Es gibt wirklich was Neues. Ach, das ist doch ein Unsinn hier. Woher soll man denn jetzt wissen, dass der was Neues hat? Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Ja, nein, das ist nicht mal genau. Habt ihr genau... Ja, natürlich. Ja. Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Huttrends, das steht in dem Heft hier. Moment. Bauhelme, die machen einen schlanken Fuß. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Okay, okay. Ich sollte vielleicht noch mal Recherchen anstellen. Ja, tu das. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Dann wird das wohl der Grund für die Erdnüsse sein. Jetzt haben wir ja eine Liebesgeschichte. Na, schaut mal, wer wieder da ist. Weißt du? Für die Liebe. Ja, ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McChronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja! Für Rita und Rocco. Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Ah, das hätte man doch alles viel einfacher haben. Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch! Geht los, Alter! Yippie! Wunderbar, und ab in den Motor damit. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das eine Art Karussell? Cool, es geht los. Hui! Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Na toll. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Jetzt haben wir ein Erdnussbutter-Sandwich, das dann an den Mann geht. Hat's
hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Wunderbar. Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Turbane, alles klar. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Ich würde gern direkt mit deinem Informanten reden. Versteckt er sich da hinter dem Tresen? Hey, stopp! Die Identität meines Informanten ist geheim. Und niemand, hörst du? Niemand blickt hinter meinen Tresen. Kapische? Wenn es mit Piesche zu tun hat, möchte ich es auch gar nicht wissen. Jetzt bin ich gespannt, wer das ist. Ich suche noch immer nach einem Hochzeitsring und einem Frack. Ich hab's dir doch schon mal gesagt. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Und ich habe mir eine gute Antwort überlegt. Genau. Easy Man, man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Hier. Ja, das dürfte wohl reichen. Mein Informant ist zufrieden und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Da, und jetzt verschwinde. Ich wette, der hat gar keinen Informanten, der redet einfach mit sich selbst da unten. Zumal er ihm nie Zeit zum Antworten lässt. Okay. Vince, bring uns hier raus. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Pappalapapp! Hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. Zeitleitung. Check. Tachyonenkonzentrator. Check. Hämorrhoidenring. Check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Na dann los. Bisschen klein, deine Zeitmaschine. Sie ist smaller on the inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Und los geht's. Das ist irgendwie süß. Oh nein, nicht schon wieder. Du kennst diesen Ort? Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowlingpoliermaschine, alles steht noch ungenutzt an seinem Platz, ohne meine klebrigen Fingerabdrücke. Oh je, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter? Tja, die Tücken der deterministischen Zeitreise. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Wie wär's damit? Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert. Dafür müsste man sich jetzt zunächst mal erinnern, wie man denn die Sachen eigentlich vorgefunden hat. Das wäre dann wohl der Frack, aber der war wohl... Frack, aber der war wohl noch da. Später. Naja. Die Kamera kann ich ja schon mal nehmen. Sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Mist. Die Kristallkugel war aber nicht da, oder? Die hat braucht noch einen. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist.
Hallo mal wieder. Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Portafisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh, oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja, das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Ja, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oje. Also, ich glaube, dieser Seher braucht jetzt einen ordentlichen Schlag über den Schädel, würde ich sagen. Eieiei. Standen die Pins später auch schon da? Bowlingbahn? Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Na dann, gehen wir nach vorne. Jetzt aber bloß nicht mit irgendjemand reden. Hey, vielleicht ist dieses Grab jetzt eine Relevanz. Hey, und er hat einen Frack an. Das ist ein Totengrab. Ach Gott, nee. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Jetzt hat schon wieder einer mit mir geredet. Scharfkantiger Müll. Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. Wer sich selber eine Grube gräbt, ist bereits hineingefallen. Hey, stopp! Das ist meine Schaufel. Nur Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Ich bezweifle, dass er das noch benötigt. Immerhin, das Laken dürfen wir nehmen. Das ist doch mal schön für so einen Propheten, oder? Da können wir jetzt mit denen reden? Die schlafen. Denke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Das habe ich mir auch gedacht. Aber der hat mich eh schon gesehen. Hallo Fremder, falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben. Allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Ach so. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Nein. Das ist Spezialequipment für Totengräber. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Wir könnten die Jobs tauschen, wir genau. Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann meinen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das irritiert dich gar nicht? Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herrensauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grab schaufeln? Meine leichteste Übung. Ich verschwinde. Tüdelü. Tüdelü. Dann wollen wir doch mal hier mit dem Spaten den ganzen zusetzen. Pass gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Eigentlich müsste ich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger.